Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, werden wir auch diese Woche natürlich wieder gemeinsam die aktuellen Top-Partien lösen und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg. Wir bekommen hier Packs im Wert von ca. 55.000 Coins und wir bezahlen dafür gerade einmal nur 25.000 Coins. Aber kauft bitte nicht im Hype, also nicht direkt nach Release dieser SBC, sondern wartet gerne mal ein paar Tage ab, wenn ihr es nicht eilig habt mit den Packs, dann bezahlt ihr auf jeden Fall noch etwas weniger. Okay, dann würde ich sagen, Packs sind geklärt. Hier haben wir das Premium Goldspieler Pack, das ist auch das wertvollste Pack im Wert von 25.000 Coins. Die anderen Packs und die Partien schauen wir uns an. Genua gegen Sampdoria, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, dort haben wir auch noch ein schönes Pack im Wert von 6.000. Hier ein 8.000 Pack bei der zweiten Partie. Porto gegen Braga. Paris gegen Monaco, da haben wir immerhin schon ein Pack im Wert von 12.500 Coins und ein Prime Spieler Pack. Ja, das kann man nicht genau beziffern. Ich habe es einfach mal so geschätzt. Circa 5.000 Coins und am Ende natürlich das 25.000 Pack. Am Ende des Videos machen wir natürlich auch meine Packs auf und ich habe nicht gewartet, dass ich habe direkt im Hype eingekauft. Da bin ich ganz ehrlich, von daher könnt ihr Preise für Spieler sehen, die vielleicht gerade auch vielleicht ein bisschen zu teuer sind. Okay, die erste SBC, Genua Sampdoria. Ja, Serie A braucht man mindestens ein Spieler liegen, mindestens zwei Spieler aus einem Verein, max 3. Teamgesamtbewertung 70, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt für diese SBC natürlich 7 Tage Zeit, dann kommen die neuen Top-Partien und ihr könnt diese Teams 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Na gut, würde ich sagen, legen wir endlich los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Wie ihr gesehen habt, habe ich hier genug Chemie. Ihr braucht auch nicht unbedingt den Japaner. Es ist wichtig, hier einfach eine weitere Liga mit ins Spiel zu bringen. Nehmt einfach einen Spieler, den ihr so noch untrade im Verein habt. Okay, dann würde ich sagen, bevor das Ganze abgeben und es vielleicht ja irgendwo einen Doppelten habe und ich es dann nicht ganz öffnen kann, oder beziehungsweise nicht mehr weiß, welchen Spieler ich verwendet habe, würde ich sagen, gehen wir ja erstmal durch, damit wir die Lösung auf jeden Fall abgehakt haben. Die zweite Partie, Porto gegen Sporting Braga und da brauchen wir ja aus der Liga Portugal, also Liga NOS, mindestens 2 Spieler, Länderregion max 5, Spieler aus demselben Land, mindestens 3 Spieler, seltene, mindestens 2 Spieler, Teamgesamtbewertung 72 und eine Teamchemie von 75 und auch hier gehen wir einmal fix durch, let's go. Und damit haben wir auch diese SBC erfolgreich abgeschlossen und somit gehen wir weiter zum Liga-Duell. Und da brauchen wir entweder mindestens 2 Spieler von PSG oder Monaco. Vereine max 5, Spieler aus derselben Liga max 4, seltene mindestens 2 Spieler. Teamgesamtbewertung von 74 wird erfordert und eine Teamchemie von 80. Und auch hier wollen wir einmal fix durchgehen. Let's go.
Und damit haben wir auch die dritte Top-Partie gelöst. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch die letzte an. Real Madrid gegen Atletico Madrid. Und da brauchen wir jeweils einen Spieler der Vereine. Ligen max 3, seltene mindestens 2 Spieler. Teamgesamtbewertung von 76 wird erfordert. Und eine Teamchemie von 85. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch. Und dann machen wir auch meine Packs auf. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SPC gelöst. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns natürlich noch schnell die Packs ab. Insofern ich hier keine Doppelten habe. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Nehmen wir natürlich alles mit. So, ihr könnt mir ja mal schon mal verraten, was ihr aus diesen Packs gezogen habt. Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Man hört ja immer mal wieder, ja, der ein oder andere hat mal Glück gehabt. Vielleicht Ronaldo, Messi, aber natürlich die meisten von euch, ja, ich sag mal, ziehen genauso das Gleiche raus wie ich. Und das ist ja eigentlich eher mau. Aber in der Masse, irgendwann kommt mal was und dann werden wir belohnt. Gerade so zum Event. Jetzt haben wir ja aktuell noch das Team of the Group Stage. Das ist ja auch ganz in Ordnung. Jetzt kommt das Freeze oder Versus, glaube ich, nennt sich das. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie es sich genau nennt. Aber ich glaube, das ist das Freeze-Event. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Packs auf. 5 haben wir da an der Zahl. Und das Premium-Gold-Spieler-Pack, das ja, hat einen Spieler von mindestens einen garantierten von 80 plus. Da machen wir erstmal das kleinere Pack auf. Wie gesagt, alle tradable, könnt ihr verkaufen. Also die Spieler, nicht die Packs. ZTM, okay. Den niederländischen Ronaldo. Okay, packen wir erstmal in den Verein rein. Für SBCs, für die Zukunft vielleicht. Ein paar Erstbesitzer machen sich da ja ganz, ganz gut. Elektrum Spielerpack, klein. Auch hier, ja, das ist gar nichts. Rare Silberspieler, von daher nur Non-Rare Goldspieler. Aber auch hier dürfen wir nicht vergessen, manche Spieler können auch ordentlich was an Wert haben. Da müssen wir immer mal wieder gucken, dass wir da nichts verkaufen. Ja, was da viel an Wert hat. Okay, die nächsten Packs. Und hier haben wir einen Boardspieler immerhin. Das ist Gündogan. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Ein 85er. Tradable nehmen wir mit. Ja. Ab in den Verein. Und dann ein Prime-Spieler-Pack. Das war das Atletico-Real Madrid-Pack. Komm, gönn. Nein, auch hier nicht. Da sind wir schnell, das skippen wir. Wollen es nicht überziehen. Und dann würde ich sagen, machen wir noch das letzte Pack auf. Und ein Vorschau-Pack habe ich auch noch. Komm, gönn EA. Ah, ein Bordspieler. Nochmal ein Gündogan. Ja, zweimal Gündogan. Ist okay. Weiß nicht, was er an Wert hat. Da muss ich mal schauen. Also, auch für dich ab auf den Transfermarkt. Und dann machen wir jetzt noch mein Vorschau-Pack auf. Das lädt noch ein bisschen. Ist das immer hier, wenn man reinkommt, dass es ein bisschen träge ist? Zumindest habe ich das auf der PlayStation so. Okay, mein Boardspieler gönnt mir immerhin einen Boardspieler, aber es ist ein 83er Jimenez. Ja, ja, den nehme ich lieber nicht mit. Das ist Verlust, außer ist jetzt noch irgendwas Besonderes dahinter. Naja, immerhin 3 Rare-Spieler. Ja, aber cooles Wappen. Aber das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt was Gutes gezogen. Und ja, wenn ich euch helfen konnte, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr, ja, wie gesagt, was Gutes gezogen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Egal, ob für einen Algorithmus, ihr könnt auch gerne irgendwas reinschreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.